Willkommen, willkommen, willkommen. Wunderschönen Abend. Willkommen. Ein Lachen im Äther, das ist Hallo. mehr als genug. Hallo. Hallo. Grüezi, Grüezi, Katrin. good evening. Good evening. Hallo. Ja, schön, dass du dich zeigst und auch dein Video einschaltest. Aber auch schön, wenn nur die Grabinschrift zu lesen ist in der Teilnehmerleiste. Wer hat das letztens erwähnt? Die Manuela, glaube ich. Grabinschrift am Grabstein, kein Bild. Wie auch immer es ist, es ist alles Teil der Heilung, es ist alles Teil der Vergebung. Und in dieser Ausrichtung verstehen wir auch, dass hier Jesus am Werk ist und dass seine Botschaft an mich, an dich eine ist, hier Vergebung in unserem Geist auf alle Bilder der Welt ruhen zu lassen. Und das ist auch, was wir im Kurs bereits in der Einleitung zu dieser Lektionssequenz 281 bis 290 hören, in der Antwort, was ist der Heilige Geist? Und ich gebe dir hier nur den Satz vom vierten Absatz, wo er sagt, von der Erkenntnis, wohin er von Gott gestellt war, der Heilige Geist, ruft der Heilige Geist dir zu, Vergebung über deinen Träumen ruhen und dich der geistigen Gesundheit und dem Geistesfrieden zurückerstatten zu lassen. Vergebung über meinen Träumen ruhen zu lassen und mich der geistigen Gesundheit und dem Geistesfrieden zurückerstatten zu lassen. Ich brauche nur darum bitten, dass er seine Funktion für mich in meinem Geist erfülle. Und es ist seine Funktion, es ist sein Licht, es ist das Licht des Himmels, das meinen Geist zurückerstattet. Es ist nicht mein Tun. Alles, was ich hier Anführungszeichen tue, ist tatsächlich nur, mich zu erinnern, die Idee einer Tageslektion mitzunehmen, anzuwenden, um mich zu erinnern, dass meine wahre Identität in ihm, in Gott selbst weilt und dass dieses Anerkennen, dieses mich erinnern meiner wahren Identität mir eine Erkenntnis eröffnet, die mir zeigt, dass du und ich nicht getrennte Geister sind. Auch wenn es so aussieht, dass getrennte Formen und Bilder hier erscheinen, ne? Millionen von Leuten, diesen Milliarden von Leuten auf diesem Globus sich einander vorbeigehen und letztendlich so auf die Nerven gehen, um hier ein Territorium abzustecken und dann zu sagen, okay, du hast mein Territorium verletzt oder du verletzt mich im Geist, wie du damit umgehst in meiner Lokalisierung und aus dem Grund greife ich an oder verteidige ich mich. Und wie du weißt, aus der Geistesschulung ist diese Tendenz des Angreifens und der Notwendigkeit des sich Verteidigens oder des Gegenangriffs wirklich die Basis des Trennungsgedankens von der Quelle selbst und dass genau diese Basis, was ja das Ego ausmacht, der Grund ist, warum wir hier überhaupt eine Idee wie Vergebung für uns erlauben, uns ein Resultat zu weisen, uns zu führen, uns einen Weg zu eröffnen, der uns eine neue Erfahrung, eine neue Erkenntnis bieten kann, nämlich eine des Einsseins der Schöpfung selbst, des Einsseins des einen Sohnes Gottes, dass wir alle individuell sind, aber es ist die Erkenntnis eine individuelle. Und aus dieser Erkenntnis eröffnet sich eine Erfahrung, von der wir überhaupt nicht sprechen können,
aber in der der Geist ganz genau weiß, dass es was reines Lichtwissen ist, dass der Geist, wie er von Gott erschaffen wurde, sich nicht verändert hat, noch immer eins geblieben ist. Und diese Prämisse und dieser Prämisse zu folgen, ist der Grund, warum wir uns hier zusammenfinden. Ist der Grund, warum wir sagen, hab du meinen Geist, Vater, ich übergebe dir meinen Geist, ich übergebe dir meine Ideen, meine Gedanken und zeige mir, wie durch diese Fakultät des Heiligen Geistes, meiner Heiligkeit in meinem Geist, hier ganz klar die Wahrheit als eine einzige Wahrheit erkannt wird. Nicht eine Wahrheit, die verteidigt werden müsste, um gegenüber anderen Wahrheiten sich entsprechen und rechtfertigen müsste, sondern eine Wahrheit, die egal von wo wir kommen, welcher Tradition wir angehören oder verfolgt haben, welche Religionen wir wertgeschätzt haben oder noch immer wertschätzen. Die eine gleiche, eine Wahrheit, was die Schöpfung selbst repräsentiert. Das heißt, es ist nur wahr, dass wir nach wie vor so sind, wie Gott uns schuf. Das ist, was Wahrheit ist. Und Entsprechungen der Wahrheit kommen dann natürlich durch diesen Erleuchtungs- und Erwachensprozess in unseren Geist und werden uns gezeigt, dass wir letztendlich für uns klar kriegen und klären, wer wir nicht sind und was nicht Teil davon ist. Weil letztendlich ist kein Teil, der fragmentiert wurde aus dem Geist, Teil der Wahrheit selbst. Die Wahrheit selbst ist wahr durchwegs und ist wahr als das, was Wahrheit ist. Und nicht, weil ich das sage oder ein Beispiel dafür aufführe oder meine, dass hier etwas von unterschiedlichen Wahrheiten einen höheren Wert oder Standort einnehmen könnte, sondern tatsächlich eine Wahrheit, die tatsächlich nur als schöpferischer Gedanke erkannt wird. Und dieses Zulassen der Wahrheit in uns klärt dann ihr auf dem Prozess in diesem Zunutzemachen von Vergebung, was ja Korrektur im Geist ist, Korrektur der Wahrnehmung ist, klärt dann, okay, diesen Teil, mit dem ich mich identifiziert habe, ist nicht wirklich das, was wahr an mir ist. Dieser Teil, an dem ich gelitten habe an Mangel und gemeint habe, was mir alles noch fehlt und aus diesem Grunde muss ich dies und jenes machen oder zum Ausdruck bringen, wird geklärt und erkannt, ist nicht, was ich wirklich für mich will noch brauche. In der Schöpfung, in der Liebe Gottes selbst bin ich erfüllt und es ist die gesamte Erfüllung, nach der ich mich seit Beginn der Zeit gesehnt habe und natürlich hat sie sich nicht verändert. Es bedurfte nur dieser Klarstellung für mich, hier mein Gedanken, Motivationsenergie nicht weiter zu investieren in Kleinheit, in Begrenztheit, in begrenzten Ideen, die einander verschachtelt, miteinander in Verbindung stehen und wenn sie nicht in Verbindung stehen, dann werde ich was erfinden, damit ich sie in Verbindung bringe. Und so lade ich zwar ein und schreibe auch oft in die WhatsApp-Gruppe, wir verbinden uns im Licht und wir beginnen jetzt, aber in Wirklichkeit erkennen wir nur an, was bereits verbunden ist. Wir verbinden uns nicht einmal im Geist. Wir können uns gar nicht im Geist verbinden, weil Geist bereits verbunden ist, sein Geist. In der Heiligkeit sind wir bereits verbunden. Durch die Vergebung erkennen wir das. Und so sagt er uns dann weiter dass die geistige Gesundheit und der Geistesfrieden wiederhergestellt, dass der Geist des Sohnes zurückerstattet wird in die Wahrheit durch die Vergebung, dass ohne der Vergebung
deine Träume weiter bleiben werden, weiter bestehen bleiben werden. Und dich, und hier ist es, daraus willst du ja endlich entkommen oder sehen, dass du befreit bist, um dich in Angst und Schrecken zu versetzen, um im Leiden zu verbleiben, um in diesem Konflikt, in diesem Krieg mit sich selbst zu verbleiben. Das ist, was die Vergebung anbietet, was das Angebot ist, weil all das, was gesehen wird in der Welt, und Israel-Palästina ist ein wunderbares Beispiel, wie viele andere Beispiele, die wir bereits gesehen haben und vielleicht auch noch sehen werden. Aber alles basiert auf dieser Angst. Es ist die Angst, die regiert, als in der sich das Ego festsetzt und darin verweilt. Und dann demonstriert, hey, schau, da wird etwas bedroht und da gibt es etwas, was verteidigt werden muss. Und aus diesem Grunde haben wir alles Recht anzugreifen. Und wir gehen, wir machen natürlich nicht Stopp vor dem menschlichen Erscheinungsbild, sondern das menschliche, das körperliche Erscheinungsbild. Der Körper wird dazu hergenommen, um zu demonstrieren, siehst du, ich bin stärker als du. Oder ich habe alles Recht, dich anzugreifen oder zurück gegen Angriff und so weiter und so fort. All das beruht auf diesem irrtümlichen, fehlgeleiteten Denken von falscher Identität. Diese falsche Identität, die glaubt, dass Körper eine Wirklichkeit hat und dass Körper etwas machen können. Und das ist, was Vergebung korrigiert. Vergebung korrigiert in meinem Geist ganz klar zu sehen, dass Körper nichts machen, weil sie ja gar nicht existieren und gar nicht da sind. Wir haben es gerade in der gestrigen Lektion, glaube ich, gestern war es, ne, oder vorgestern, ganz klar gesehen, dass hier, dass ich in diesem Training, in diesem Rekapitulieren, in diesem mich erinnere, dass ich etwas sehe, was gar nicht da ist. Die Welt, die ich sehe, voller Körper, ist nicht da. Ich als eine getrennte Identität, eine Existenz auf der Zeitlinie, bin nicht da. Und da kann ich mal tief durchatmen und hineinfallen in ein Entspanntsein, in eine Gelassenheit, in einen Frieden, in eine buchstäbliche Glückseligkeit. Denn wenn ich glaube, dass ich da bin, werde ich auch ein Gedankengut mitnehmen und mitbringen, was ich alles hier zu tun hätte, um zur Vollkommenheit zu kommen, um in die Liebe zu kommen. Das ist wirklich Christus Jesus selbst. Der lacht nur mit dir und sagt, du bist hier und ich sehe dich in meinem Geist als eine vollkommene Schöpfung Gottes, das ist mehr als genug. Mit den Worten von Master Teacher, I got you, ich habe dich bereits. Du darfst dich jetzt entspannen. Du darfst jetzt ganz einfach dein Licht scheinen, genau so wie du bist, einschließlich alter Mängel und Fehler, die bereits identifiziert wurden und oh, ich böser, ich sündiger, ich schuldiger, ich alle diese Selbstgeißelungen mit all dem, weil ja die Erkenntnis mitgegeben wird in dieser Zusammenverbindung, in dieser Erkenntnis mit ihm als eins, dass ich mir das ja alles nur selber antue. Und ich kann dieses Spiel des mir selber antun, so lange fortführen, solange ich möchte. Aber seine Einladung wird immer sein, lass uns jetzt Halt machen. Dem Einhalt gebieten. Einfach Stopp. Das ist Stillsein. Denn wenn wir dieser Einladung nicht folgen, in diesem Stopp still zu sein, wird der Geist genau das, wie es hier beschrieben ist, wieder in Angst und Schrecken, aus diesem in Angst und Schreckens Erinnerungsbildern aus der Vergangenheit, wird er
etwas wieder neu hervorbringen, erfinden, wie man diesem Zustand entkommen könnte, wie man es auflösen könnte, wie man es transformieren könnte, wie man es in dem Sinne, Anführungszeichen, falsch vergeben könnte. Vergebung ist in dem Sinne wahrlich nur ein Wahrheit wahr sein lassen und mir für mich selbst voll und ganz klar zu kriegen, dass dies für mich die Wirklichkeit und meine wahre Identität darstellt und nichts anderes. Und so ist es auch in dieser Definition ganz hinten in den Begriffserklärungen, in dieser dritten Begriffserklärung über die Vergebung und das Antlitz Christi auch sofortig einführend beschrieben, dass die Vergebung für Gott und zu Gott hin ist, für Gott und zu Gott hin, aber nicht von ihm. Vergebung ist nicht von Gott, weil ja Gott nichts verurteilt hat, weil es keine Verurteilung in Gottes Geist gibt. Es ist unmöglich, sich irgendetwas zu denken, was er schuf, dass der Vergebung bedürfte. Die Vergebung ist also eine Illusion, doch wegen ihres Zweckes, der derjenige des Heiligen Geistes ist, der Zweck, unser Zweck ist derjenige, ist der Zweck des Heiligen Geistes, gibt es einen Unterschied. Anders als alle anderen Illusionen führt sie vom Irrtum weg und nicht zu ihm hin. Sie ist in dem Sinne das Tor, das vom Irrtum wegführt. Wir gehen durch das Tor und es führt uns in die Neuwahrnehmung. Es führt uns in diese Wahrnehmung, uns einander als Licht zu erkennen und nicht mehr als Körper, die anscheinend da sind. In einer Wahrnehmung des rechtgesinnten Geistes zu sehen, dass mein Bruder, den ich in einem Wahrnehmungsbild noch vernehme, tatsächlich das Wunder selbst ist. Das Wunder der Schöpfung im Ausdruck Gott, buchstäblich in Manifestation. Aber es ist nicht mehr der Irrtum von Illusionen mit ihren unterschiedlichsten Bedeutungen und damit bestehenden Kategorien, wo ich dich einkategorisieren kann, gemäß deiner Sünden, die du begangen hast, gemäß der Schwere der Schuld, die du dich nicht losgesagt hast, das sind die Kategorien. Und in diesem Losmachen dieser Kategorien ist natürlich, was durch eine offenbarende Erfahrung im heiligen Augenblick passiert, weil wir in diesem Augenblick ganz klar sehen, dass kein Körper irgendetwas getan hat. Körper tun nichts. Alles wird im Geist getan und wird letztendlich nur als Gedanke selbst getan, ausgedehnt oder wirklich geglaubt. Und das ist entweder nur ausgerichtet mit Gottes Geist und dann ist es wahr, oder es ist bedeutungslos und nichts und bedarf in dem Sinne nur der Vergebung dieser Erinnerung, dass es nichts tut, keine Wirkung hat, nicht existiert. Nichts ist. Und jetzt kannst du deine Todesfeinde treffen, ganz persönlich. Und ich lache hier, aber wenn ich mich hineinversetze, was gerade in Israel und Gazastreifen los ist, zwischen Israelis und Palästinensern, ist das nicht mehr so lustig. Ne? Wo dieser 70 Jahre alte Krieg und Hass einander so noch gefestigt ist, zu glauben, dass in Angriff und Verteidigung eine Lösung wäre. Ne? Ja, was glaubst du, wenn du da jetzt hingehst und sagst, okay, jetzt mache ich einen Gebetszirkel, eröffne ich oder ich gehe nach Israel, heute fliege ich ab und dann mache ich ein Event und da werden wir nur für den Frieden beten. Die haben überhaupt kein Interesse daran. Die sind noch so fokussiert auf diese Lösungen innerhalb des
Ego-Angriffs- und Verteidigungsdenkens. Beide Seiten sind nicht daran interessiert. Deswegen ist dieser Kurs auf persönliche Geistesschulung gerichtet. Du hast Interesse. Du machst das in deinem Geist. Ich mache das in meinem Geist. Ich bete und bringe Frieden in meinem Geist und somit der ganzen Welt. Ende der Geschichte. Ja? Und in dem Sinne kann ich dann dies ausdehnen im Mitgefühl mit beiden Seiten oder wenn ich mich mit einer Seite mehr identifiziere, wie auch immer das gewollt wird. Aber verstehst du, ich werde nicht mehr mitgehen und den Finger auf eine Seite zeigen und sagen, und das sind die Schuldigeren, weil die sind ja in der Kategorie der Bösen und wir sind und das die Kategorie der Guten und die Kategorie der Guten sind die, die Opfer sind und die Opfer sind jetzt gerechtfertigt wieder zum Angriff und dürfen alles machen, was den Gegenangriff ausmacht. Das hat ja kein Ende. Das machen wir ja schon und nicht nur 70 Jahre, das machen wir 70 Millionen Jahre. Wann wird das Ende dafür gesetzt? Hier, in meinem Geist, in deinem Geist, indem wir nicht mehr mitgehen und uns positionieren oder Positionen einnehmen, sondern den Frieden Gottes für uns wählen und sehen, dass in diesem Frieden absolut nichts in dieser Welt passiert. Das sind alles nur Reflexionen zum Lernen, dass es zurückgeführt wird in die Aktion der Vergebung in meinem eigenen Geist. Punkt. Und jetzt kannst du das Video ausschalten und ich werde dich als eine Grabinschrift begleiten, bis auch diese Grabinschrift am Grabstein in der Teilnehmerleiste auch verschwindet, weil das ist auch nicht wirklich. Ne, Gabriela, danke dir. Gut, dich zu sehen in deinem Lächeln, in deinem Herzen, in deiner Ausdehnung deines Lichtes. Jeder Einzelne, jede Einzelne hier. Du bist die Demonstration, wie Vergebung funktioniert. Und das heißt nicht, dass wir uns nicht unterhalten, was an Geschichten in der Welt los ist. Ich habe gerade in der Arbeitsgemeinschaft auch geteilt, dass ich mich diese Woche oder seit Beginn des Online-Kongresses mir jeden Tag hier Brüder anhöre mit ihrer Heilgeschichte, mit ihrer Heildemonstration, mit ihrer Demonstration ihres erwachten und erleuchteten Geistes, mit allem, was dazugehört und wie sie es ganz individuell in der Kommunikation mit dem Heiligen Geist, mit Christusgeist empfangen und wie sie geführt werden. Und die meisten von ihnen kenne ich ja überhaupt nicht persönlich, aber ich bin ganz berührt und immens dankbar für diese Ausdehnung, dieser Heilenergie, dieser schöpferischen, gedanklichen Energie, die tatsächlich die Liebe Gottes selbst ist. Und wer kümmert sich dann um irgendwelche Formen? Wer kümmert sich dann noch um irgendwelche vielleicht kleinere Missverständnisse oder Dinge, die noch nicht so ganz verstanden wurden oder in denen bestimmte Formen noch so weit herangezogen werden, dass sie noch einen Nutzen ganz persönlich haben, ne? Aber verstehst du, ich habe auch einen Nutzen, wenn ich spazieren gehe, um mich zu bewegen. Ich habe einen Nutzen, wenn ich in die Küche gehe und was koche, um sozusagen ein vollkommen fiktives Fantasiegebilde einer Physiologie aufrechtzuerhalten. Ich habe einen Nutzen auch auf spiritueller Ebene, ob es in Form von Gebet, in Form von Meditation, in Form von selbst mich zu lehren und zu lernen, Ausdruck ist. Ich habe einen Nutzen von so vielen Ideen und Dingen, die kommen und gehen und letztendlich befreit werden und in das Große von Gottes Geist verschwinden werden, in der niemand da sein wird, der irgendwas sieht, der irgendetwas lernen muss, noch irgendetwas deklariert, noch irgendetwas sieht, was Vergebung brauchen würde.
noch irgendetwas weiß über die Idee der Vergebung. Da geht's lang, Bruder. Und das ist natürlich ein ganz herzliches Ja und eine herzliche Einladung für uns selbst, uns hier nicht konzeptionell zu rechtfertigen oder zuzubuttern und zu sagen, ja, wir wissen eh schon alles und wir sind ja eh so erwacht, sondern zu sehen, was der Wert einer Geistesschulung von einem Kurs in Wundern oder einer Geistesschulung durch einen persönlichen Kontakt in diesem Online-Kongress, das ja der Ulrich organisiert und hostet, sind ja sehr viele, die Medien sind, die Kanäle sind und dies durch eine ganz persönliche Richtungsweisung in ihrem eigenen Geist empfangen. Ne? Und das sind alles nur Formen. All diese Formen verschwinden jeden Augenblick, werden erneuert jeden Augenblick. Und in der Wahrheit ist bereits alles verschwunden und wir sind bereits zu Hause. Und somit finden wir uns hier zusammen und teilen Sessions miteinander oder hören uns einander zu. Aber letztendlich ist es nur ein mich erinnern. Ein mich erinnern, wie der Weg nach Hause ausgestattet war und dass mein Geist sich ausrichtete, mehr und mehr ausgerichtet wurde auf das, was nicht mehr der Wahrnehmung zugänglich ist, was reine Licht geschöpferischer Gedanke ist. Oh, Felix ist wieder da, wunderbar. Schön, dich zu sehen wieder mal. Danke, danke. Und dann sagt er hier ja klar weiter, dass die Vergebung als eine Art glücklicher Fiktion, ne? Diese Illusion, die nicht mehr in der Trennung verbleibt, die wegführt vom Irrtum, ne? Eine Art glückliche Fiktion kann sie genannt werden, die Vergebung. Eine Weise, in der die Nichterkennenden, die Ignoranten, den Graben zwischen ihrer Wahrnehmung, und hier haben wir es, und der Wahrheit überbrücken können. Und lass dich nicht in Versuchung führen, Bruder, die Wahrheit zu definieren, die Wahrheit zu verteidigen, konzeptionell. Das heißt, eine Nicht-Wahrheit zu definieren und zu sehen und da, um die Wahrheit dabei zu verteidigen. Die Wahrheit braucht nicht deine noch meine Verteidigung, weil sie durchaus wahr ist. Das ist einer der größten Versuchungen auf dem Weg nach Hause, im bereits Erwachen erfahren zu haben und dann zu versuchen, die Wahrheit, weil die Wahrheit zu verteidigen heißt, ich lehre mich, dass trotzdem da draußen ein wirklicher Fehler passiert ist und natürlich nicht in mir passiert ist, sondern in dir. Aber egal, wie ich es mich lehren würde und gelehrt habe, letztendlich bin ich angekommen, dass ich sehen musste, das, was ich da draußen sehe als Fehler, ist mein Fehler und obliegt meine Hingabe an den Heiligen Geist und Bitte zur Korrektur in meinem Geist, nicht in deinem Geist. Ja, und das ist, wenn wir sagen, der Bruder hat nie irgendetwas getan und wird nie etwas falsch tun. Ne? Alles, was falsch wahrgenommen wurde, falsch gedacht wurde in der Trennung, wurde nur im eigenen Geist. Ich bin der eine einzige Geist, der sich getrennt hat von der Wahrheit, von Gott selbst. Und ich lehre, ich lasse ihn mich jetzt lehren, wie der Weg zur Erinnerung, zur Wahrheit wieder ausgerichtet ist, wie er aussehen kann, wie diese Richtungsweisung gehört, vernommen werden kann. Weil es eine Art glückliche Fiktion ist, was die Vergebung ist, die diesen Graben zwischen der Wahrnehmung und der Wahrheit überbrückt und überbrücken muss. Und sie, die Nichterkennenden, können nicht direkt von der Wahrnehmung zur Erkenntnis gehen, weil sie nicht glauben, dass es ihr Wille ist, dies zu tun. Und das lässt Gott als einen Feind erscheinen, anstelle dessen, was er wirklich ist. Und genau diese wahnsinnige Wahrnehmung ist es, die sie unwillens macht,
einfach aufzustehen und in Frieden zu ihm zurückzukehren. Dies sind Sätze aus der Begriffserklärung, wo Jesus eigentlich am Ende des Kurses eine Definition abgibt über was Vergebung ist und was Vergebung macht. Ich weiß nicht, ob er das schon in anderen Sessions geteilt hat. Ich habe es von niemandem gehört. Deswegen würde ich jetzt da wahrscheinlich auch hingewiesen, das mit reinzubringen. Und noch einen Absatz. Und also brauchen Sie, brauche ich, für mich selbst das zurückzubringen, eine Illusion von Hilfe. Vergebung ist eine Illusion von Hilfe, ein Hilfsmittel. Eine Illusion von Hilfe, weil Sie hilflos sind, weil ein ignoranter Geist hilflos ist. Einen Gedanken des Friedens braucht so ein Geist, weil dieser Geist in Konflikt ist. Gott weiß, dass sein Sohn, was sein Sohn braucht, bevor er nur darum bittet. Wusstest du das schon? Bevor du dich nur hinsetzt und in Meditation und Gebet gehst und um Hilfe bittest, weiß Gott bereits, was du brauchst. Und nicht nur das, und hat es dir bereits gegeben. Das ist die gute Nachricht. Er befasst sich überhaupt nicht mit der Form, da er jedoch den Inhalt gegeben hat. Ist es sein Wille, dass er verstanden werde? Und das mit anderen Ausdruck zu sagen, dass Gott sich überhaupt nicht mit der Form befasst, dass auch du als sein Sohn dann in der Ausrichtung, in diesem Geben und Teilen des Friedens Gottes, dieser heilenden Liebe, die durch dich kommt und durch dich fließt und sich ausdehnt an, zu deinem Brudersgeist, in alle Ecken der Welt sich ausdehnt und warum nicht nach Palästina und Israel? Ja, aber Gott kümmert sich nicht um die Form. Gott kümmert sich nicht darum, wie das aussieht, wie der Konflikt, wie das Problem, wie die Krankheit sich im Wahrnehmungsbild definiert oder kategorisiert. Und wenn du wirklich schon mit ihm ganz klar denkst, dann brauchst du auch nichts mehr hören von irgendeinem Bild in dieser Formassoziation, in diesen Kategorien. Weil du weißt, dass letztendlich jeder Formausdruck dieselbe Entsprechung des Eindrängungsgedankens ist und dass die Heilung nur dann stattfinden kann, wenn sich der Geist erinnert, dass Trennung nicht wirklich passiert ist. Das heißt, übersetzt, wir treffen uns als Brüder und sehen und erkennen uns und verbinden uns als Brüder in dieser Einladung, in diesem Hilferuf nach Korrektur, nach Heilung des Geistes, mit der Ausrichtung, mit dem Führungsgedanken von Christus Geist selbst, uns nicht mehr in Sünde und in Schuld und in Angst zu sehen und wahrzunehmen, sondern anzuerkennen, zu denken, was vollkommen geblieben ist. Immer vollkommen war, immer vollkommen sein wird und so auch jetzt vollkommen ist. Egal ob in einem Ausdruck des Krieges, von Erkrankung, egal in welcher Form der Trennung. Und fortgeschrittene Geister wollen auch gar nichts, abgesehen davon, dass sie nichts davon hören müssen, über eine Beschreibung eines erkrankten Geisteszustandes. Sondern gehen sofort rein, hey, lass uns verbinden in diesem Augenblick, der uns erinnern lässt, was ganz geblieben ist, was vollkommen geblieben ist. Denn das ist auch vollkommen jetzt. Und darin werden wir still. Darin verlieren wir alle Worte. Darin verbinden wir uns wieder in einer buchstäblichen lichthaften Neugeburt und erkennen, oh mein Gott, jeder ist mein Lehrer, jeder, der neben mir steht, bietet mir diese Aktion von wahrer Vergebung an. Gott weiß, was sein Sohn braucht, bevor er ihn darum bittet. Er befasst sich überhaupt nicht mit der Form, da er jedoch den Inhalt gegeben hat. Ist es sein Wille, dass er verstanden werde. Und das genügt. Die Form passt sich dem Bedürfnis an. Die Form passt sich dem Bedürfnis an. Die Form passt sich dem Geist an. Der Inhalt ist unveränderbar, so ewig wie sein Schöpfer.
unveränderbar. Das ist, was die heutige Lektion ausdrückt, was deine Identität in Gott, die wahre Identität, die Anerkennung, ich bin, wie Gott mich schuf, entspricht. Unveränderbarkeit. Ah, danke, danke, danke. Ja, und wurde auch hingeführt auf Kapitel 26 in den vierten Abschnitt, wo die Sünde weggegangen ist, in der uns Jesus hier einen Ausblick über die Vergebung in diesen, es ist das Übergangs-, das Transition-Kapitel, wie wir das auch für uns realisieren in der Klarheit unseres Zusammenkommens, unseres Jetzt-Sehens als Licht in Licht in der Liebe Gottes. Danke, danke, danke. Wir öffnen diesen heiligen Ort in uns. Dem ist alles in Frieden. Der Geist ist in Frieden an diesem heiligen Ort. Dein Geist ist dieser heilige Ort, an dem alle Frieden finden. Alle Wesen gehen an diesem heiligen Ort nach Hause. In dir, mit dir. Diesem heiligen Ort wird alles übersetzt. Alles, was noch wahrgenommen, was Fehlwahrnehmung war, wird übersetzt. Weil an diesem heiligen Ort ist der Heilige Geist in dir aktiv. Und dass diese zunehmende Kraft der Präsenz, die du in dir verspürst, ist die Bekräftigung und der Beweis dafür, dass du in einem vollkommenen Zulassen, in einem Zustand, einem geistigen Zustand des Annehmens, des Empfangens bist. Dass du alle Dinge so sein lässt, wie sie wirklich sind, wie sie in Gottes Geist sind, als dieses Licht. Ich lasse mich selbst zu in der Gesamtheit. Du lässt deinen ganzen Geist als dein Selbst zu. Alles ist hilfreich. Alles ist heilsbringend. Alles ist vollkommen. Alles dient der Erlösung. Selbst die kriegerischen Angriffs- und Verteidigungskonzepte dienen dieser Heilung des Geistes, weil der Geist ja eingeladen wird,
loszulassen, sie nicht mehr zu verfolgen, eine ganz feste Entscheidung zu treffen für den Frieden Gottes. Deswegen sind selbst solche Bilder für die Heilung des Geistes. Du brauchst nicht für jemand da draußen beten, die das gar nicht haben wollen, die noch in ihren Lösungsansätzen, im Konflikt, im Krieg, in der Trennung sich erfahren möchten. Aber bete für dieses vollkommene Ausrichten aller Gedanken, wie sie in deinem Geist sich reflektieren, weil sie ja deinen Geist reflektieren, meine Denkweise reflektieren. Und in diesem Zulassen, in diesem buchstäblich für mich beten, dass all diese wahnsinnigen Ideen in Frieden übersetzt werden, sind sie auch in Frieden. Der auferstandene Christus, der überall ist, geht jetzt nicht weder in den Gazastreifen noch in irgendeinem Teil in Israel und sagt zu den Leuten, so, ich bin jetzt da und ich werde für dich beten und dann wird sich alles verändern. Und, mittlerweile werft ihr die Bomben weiter auf euch. Das wird er nicht machen. Er wird dieses Gebet in sich wirken lassen und realisieren, dass da nichts da draußen ist, noch existiert. Dass der Traum, wie er wahrgenommen wird, als ein Angriff auf Gott, nicht wirklich stattgefunden hat. Er wird nur einladen und gemeinsam beten, wenn gespürt wird, dass das willkommen geheißen ist. Wenn der Geist bereit ist, den Frieden Gottes über allem zu wollen. Lass die Toten begraben, sagt Jesus. Verfüttere die Perlen nicht an die Schweine. Sie werden sich sowieso über die Klippen stürzen. Aber jeder Aspekt des Geistes hat jeden Moment die Wahl, eine Neuwahl, zu sagen, davon habe ich keinen Nutzen mehr. Hilfe! Ich sehe, ich habe hier ein Problem in meinem Geist. Ich will das nicht mehr für mich. Ich will deine Liebe spüren. Ich will deine Liebe als meine Realität anerkennen. Hilf mir, bete mit mir, zeige mir, was sich im Moment eröffnen kann. So persönlich ist das. Vergebung ist das, was in dieser Welt der Gerechtigkeit des Himmels entspricht. Sie übersetzt die Welt der Sünde in eine einfache Welt, in der die Gerechtigkeit von jenseits der Pforte wiedergespiegelt werden kann, hinter welcher Grenzen völlig fehlen. Völlig fehlen. Alle Grenzen fehlen völlig in der Gerechtigkeit Gottes. Nichts in der grenzenlosen Liebe könnte Vergebung brauchen. Hier hast du es. In dieser Ausrichtung an diesem heiligen Ort wird klar gesehen, dass nichts wirklich Vergebung braucht. Das ist nur für die eigene Ausrichtung im Geist. Solange an Illusionen geglaubt wird und ihren anscheinend wirklichen Auswirkungen. Nichts in der grenzenlosen Liebe könnte Vergebung brauchen. Und das, was in der Welt die Nächstenliebe ist, macht hinter jener Pforte, die sich in den Himmel öffnet, einfacher Gerechtigkeit Platz.
Niemand vergibt, wenn er nicht an die Sünde glaubte und noch immer glaubt, er habe viel, das ihm vergeben werden müsse. So wird Vergebung zu dem Mittel, wodurch er lernt, dass er nichts tat, was zu vergeben ist. Dass das, was geglaubt wurde, getan zu haben, in Wirklichkeit keine Wirkungen hatte, weil sie keine Wirkung in Gottes Geist haben kann. Niemand, noch einmal, niemand vergibt, wenn er nicht an die Sünde glaubte und noch immer glaubt, er habe viel, das ihm vergeben werden müsse. Und so wird Vergebung zu dem Mittel, wodurch er lernt, dass er nichts tat, was zu vergeben ist. Vergebung ruht immer auf dem, was sie anbietet, bis er sich selbst so sieht, dass er sie nicht mehr braucht. So sieht, dass er sie nicht mehr braucht. Und auf diese Weise wird er seiner wirklichen Funktion des Erschaffens wiedergegeben, die ihm seine Vergebung wieder schenkt. Weißt du, wenn wir Mitschöpfer sind mit Gott, Schöpfungsgedanke ausdehnen, da ist keine Welt da, die wahrgenommen werden kann. Weder eine spirituelle Welt noch eine böse Welt. Da ist nichts von dem da. Da ist nur reiner Gedanke, Schöpfungsgedanke selbst da. Das Licht in der vollkommenen Dunkelheit ist da. Freiheit, volle Freiheit vom wahrnehmenden Geist, von einem Ich, das wahrnimmt, von einer objektiven Wirklichkeit, die wahrgenommen wird. Nichts, was ich sehe, bedeutet etwas. Und so hat Hubert gestern noch die Folgelektionen dieser ersten Lektion geteilt. Und sie sind die Basis für dieses Neusehen. Wir bewegen uns in eine vollkommene neue Freiheit des nicht einmal erwachten Geistes, jenseits des erwachten und erleuchteten Geistes, weil es eine Freiheit ist, was tatsächlich ein Sein ist. Das ist, was ich bin, wie Gott mich schuf, wie du mich schufst. Ich bin Sein, ich Sein ist das. Da ist keine Wahrnehmung da, da ist auch kein vernunftmäßiges Denken mehr da. Es ist der eine Gedanke. Und wir treffen uns, um dies zuzulassen, um dies in uns eröffnen, offenbaren zu lassen. Weil wir treffen uns in Wirklichkeit nur, um uns gemeinsam als ein konzeptioneller Geist von der Angst abzuwenden, von der Angst zu verabschieden, uns einander zu bestärken, dass wir von Angstausdrücken keinen Nutzen mehr haben. Das ist der einzige Grund, warum wir Sessions gemeinsam machen, zu Events gemeinsam gehen und uns im Licht zusammenstellen, als diese Persönlichkeit in allen ihren Erscheinungsbildungen und Ausdrucksformen. Aber dahinter steht unsere gemeinsame Ausrichtung, nicht mehr mit der Angst zu gehen, sondern uns von der Angst zu verabschieden. Ist das okay mit dir? Weil das ist das Angebot von Jesus zu dieser Zeit, in diesem Moment. Und das ist ein Danke, auferstandener Christus Jesus. Ganz genau. Danke, Dorothea. Und hier ist die Frage von Nalan, danke dafür. Nutzt es denn dann überhaupt, Gebetstreffen zu praktizieren unter den Kursbrüdern? Das nutzt, soweit du Nutzen davon hast. Aber worüber ich gerade spreche ist, der Nutzen ist für dich, ist für mich, der teilnimmt daran und der präsent ist. Der Nutzen ist nicht für jemanden da draußen. Der Nutzen ist für alle da draußen, die gewillt sind, sich darin zu verbinden, egal welche Religion, egal welche Tradition, egal welche konzeptionelle Basis da ist.
Natürlich sind wir mit allem verbunden, weil es ja ein Ausdruck eines Geistes ist. Aber so zu tun, lasst uns gemeinsam beten, damit sich die Israelis und die Palästinenser nicht mehr länger in den Hahn kriegen, das wird nicht so funktionieren. Das bedarf, wenn ich es für mich annehme, das ist ja die Sühne, das Korrekturprinzip. Natürlich wird es sich in meinem Geist so ausdehnen, dass ich da überhaupt nichts mehr sehe. Da wird kein Bild mehr auftauchen in meinem Geist. Aber zu meinen, dass das da draußen was machen würde, ist vollkommen eine fehlgeleitete Wahrnehmung, ne, und bedarf wieder Korrektur im eigenen Geist. Und oft dienen solche dann Aktivitäten eben auch dazu, zu sehen, oh, da gehe ich immer wieder in die Falle. Und da glaube ich, weil es halt so eine Tradition ist, das machen wir ja schon seit tausenden von Jahren, für andere zu beten, ne? Und uns vielleicht selber gar nicht mit einzuschließen darin. Aber wirklich zu sehen, dass alles in meinem eigenen Geist passiert und dass ich es als Gedanke da gehalten habe, als ein Trennungsgedanke von meiner Quelle, das sich als Angriff und Verteidigung, Gegenangriff zeigt, bedarf natürlich auch nur die Ausrichtung in meinem eigenen Geist. Und darum bete ich um Hilfe. Und ob ich das jetzt in einem Kursbruderkreis mache oder in der Intimität meiner Atmosphäre, in der es in meinem Geist sich zeigt und ich geführt werde, ist absolut wieder nur Form und nebensächlich. Aber was ist der Sinn und Zweck dessen, der Aktion, des Gebets? Und weil es ja ein Medium für Wunder ist, das Gebet, wird vielleicht dann leichter verstanden, dass es im eigenen Geist und für einen selbst verstanden werden muss, damit es zur Hilfe wird. Weil nur wenn ich es anders sehe, kann es überhaupt zu einer Hilfe für meinen Nächsten werden. Ist das klar oder gibt es da noch eine Frage dazu, Nalan? Nalan? Ja, Danke, danke. Devaman. Danke, das war wunderbar. Danke. Alles klar. Und das heißt nicht auch, dass es wird schon angeboten und wird mehr und mehr angeboten werden und eingeladen werden. Aber das heißt nicht, dass ich daran teilnehmen muss. Ich kann das sofortig für mich in Aktion bringen. Und wenn ich geführt werde, daran teilzunehmen, dann werde ich auch selbst in so einem Kreis es wirklich in meinem Geist vereinigen und vereint sehen und nach Hause bringen. Ja, glaubst du, dass wir zum ersten Mal beten für den 70 Jahre geht es, habe ich gestern gehört, ne? Mindestens. Natürlich geht es noch viel länger, weil das ja ein Urhass ist. Es ist ja immer um die Rechte gegangen. Wer hat Anrecht an die Küstenareale, genau da in diesem, das haben die Phönizier damals schon vor Christi ausgefochten, und das haben die unterschiedlichsten kleineren Gruppierungen, die waren ständig im Kriegszustand, weil es da ja um Überlebensfragen ging, wer einen Landstrich am Meer haben kann, ne? Für Fischerei und für alles mögliche, Schifffahrt, ne? Handel. So, der Konflikt ist ein uralter, das hat ja nicht einmal wirklich etwas mit Religion, jüdische Glaubensgemeinschaft gegen Islam zu tun. Ne? Das geht ja, es geht da wirklich wahrscheinlich Überlebensängste, ne? Oder auch natürlich diese Besitzängste, ne? Als nach dem Ersten Weltkrieg dieser Landstrich Israel als eigener Staat zugeordnet wurde. Ne? Natürlich hat das in bestimmten Kreisen und Gemeinschaften muss hervorgebracht haben, okay, jetzt verliere ich da etwas. Das, was mir vorher gehört hat, wird mir jetzt weggenommen. Ne? Und du siehst, dass der Geist sich davon noch immer nicht erholt hat und noch immer glaubt, dass, und auf der anderen Seite, der Israelis ist ja auch dasselbe. Es ist ja,
ist doch nichts Neues, wenn ich da jetzt mal ins Detail eingehe, dass wir sehen, dass ein Ausdruck, der nicht ein vergebender Ausdruck ist, der den Bruder gleich und gleichermaßen sieht und seine Rechte anerkannt, dass das nicht zu einem beständigen Frieden führen kann. Ich meine, ich glaube, so weit sind wir doch alle gekommen, egal wie wir denken oder uns positionieren, ne? Und dass hier nach wie vor angenommen wird, dass durch Unterdrückung oder durch Gegenangriff eine Lösung gefunden werden kann, ist doch vollkommen kindisch, ne? Natürlich ist da, gibt es da überhaupt keine Lösung. Das wird nur das Ego nähren in der Demonstration. Siehst du, ich habe dir gezeigt, alles im Körper und durch Auslöschung der Körper gibt es einen Gewinner und einen Verlierer. Und jetzt, vorgestern waren wir die Verlierer und jetzt werden wir wieder die Gewinner. Aber das ist nicht der Frieden Gottes, ne? So, wir nehmen hier wirklich den dritten Weg und eine Position als eine Nicht-Position ein, die einfach nur den Frieden Gottes repräsentiert. Und das heißt, ich kann gar nicht anders, als alle Beteiligten, als mein Selbst Platz geben in meinem Herzen und da in dieser Erfahrung der Ausrichtung mit dem Frieden Gottes zu sehen, wie dieser alte Hass weggeschwemmt wird, wie diese Bilder buchstäblich aufgelöst und verschwimmen oder verbrannt werden in diesem Licht, ne? Und das ist es auch schon. Das heißt, wir brauchen überhaupt nicht reingehen in eine Diskussion oder das ganze Ding erst zu orten und dann zu sehen, wer mehr Recht hat oder was gerechtfertigter wäre. Nichts von dem, wie es in der Welt als Angriff sich zeigt, hat in Wirklichkeit eine Bedeutung, weil es in Wirklichkeit nichts tut. Und damit hat es auch kein Anrecht auf eine Wirklichkeit oder als wirklich gehalten zu werden. Und da beginnen wir wundergesinntes Denken und wundergesinntes Wahrnehmen. Verstehst du? Nicht, dass ich nicht auch den Schmerz fühle auf beiden Seiten und das, was schon immer und seit langer Zeit passiert. Aber letztendlich gehe ich in meinem Geist in die Gesamtheit. Und das heißt, nur das, was mit Gott denkt, existiert wirklich und existiert so, wie Gott es schuf. Und nichts anderes hat irgendeine Bedeutung, noch eine Wirklichkeit. Ende, Punkt, Rufzeichen. Und dann werden wir vielleicht ganz individuell geführt, wie wir uns einander als Menschen unterstützen und helfen können. Aber das muss aus einer ganz gefestigten Basis in unserem eigenen Bewusstsein kommen, sonst ist es nichts. Danke, Marc. Okay, dann lese ich hier diesen Absatz noch fertig. Auf diese Weise wird er seiner wirklichen Funktion des Erschaffens wiedergegeben, die ihm seine Vergebung wieder schenkt. Die Vergebung wendet die Welt der Sünde in eine Welt der Herrlichkeit, die prachtvoll anzuschauen ist. Jede Blume leuchtet im Licht, jeder Vogel singt von des Himmels Freude. Es gibt hier keine Traurigkeit und keinen Abschied, denn alles ist total vergeben. Ich musste mich bloß verabschieden von meiner alten Denkweise, meinen Bedeutungen aus der Vergangenheit. Und das, welchem vergeben worden ist, muss sich verbinden, denn nichts steht dazwischen, um es voneinander separat und getrennt zu halten. All diese Ursachen und Begründungen, warum der Krieg gerechtfertigt wäre, steht dazwischen und steht in Wirklichkeit nicht dazwischen. Und deswegen muss sich jeder Anteil deines Geistes mit dir verbinden in dieser Ausrichtung für den Frieden Gottes, im Frieden Gottes. Denn nichts steht dazwischen, um es voneinander separat und getrennt zu halten. Die Sündenlosen müssen wahrnehmen, dass sie eins sind, denn nichts steht zwischen ihnen, um den anderen wegzustoßen. Ja, das
das will ich jetzt mal in Erfahrung bringen, sowohl als Israeli als auch als Palästinenser. Ich kann mich nicht wegstoßen, weil nichts zwischen uns steht. Egal welche Kultur, egal welche Religion, egal welche Erziehung, welche Doktrin. Hast du nicht gesehen, wie schnell die Erziehungsdoktrinen in einem einzigen Moment des Erwachens wie weggewischt waren? Du warst vollkommen neu, da war nichts mehr da. Du als ein Produkt der Erziehung deiner Eltern und deines Systems. Da haben sie mal alle gestaunt, ne? Wie ich da rausgeflasht bin. Ne? Und dass da nichts da war mehr, was man über den Tisch ziehen könnte und sagen, ja, aber wir haben dich ja eh so gut erzogen, warum bist du denn jetzt so? Ne? Ja, das ist, wenn der Geist frei wird, dann ist das, ist, wie es aussieht. Ne? Okay. Steht nichts dazwischen, um es voneinander separat angetrennt. Die Sündlosen müssen wahrnehmen, dass sie eins sind, denn nichts steht zwischen ihnen, um den anderen wegzustoßen. Und in dem Raum, den die Sünde leer gelassen hat, verbinden sie sich nun als eins, indem sie froh begreifen, frohgesinnt begreifen, dass das, was Teil von ihnen ist, nicht getrennt und separat gehalten wurde. Und dann geht er weiterhin darauf ein, auf diesen heiligen Ort, auf diesen heiligen Raum, in dem du stehst, und dass er nur der Raum ist, von dem die Sünde weggegangen ist. Das sind die ersten Absätze, die dies noch nicht gehört haben und erst reingekommen sind, des vierten Abschnitts von Kapitel 26. Das kannst du für dich noch weiter rekapitulieren und weiterlesen. Der ganze Abschnitt geht noch weiter. Die Vergebung bringt keine kleinen Wunder, um sie vor der Himmelspforte hinzulegen. Hierher kommt der Sohn Gottes selbst, um jede Gabe zu empfangen, die ihn seinem Zuhause näher bringt. Ja, wer weiß, vielleicht komme ich ein andermal nochmals darauf zurück. Oh mein Gott, jetzt blicke ich mal auf die Uhr. Aber wir haben ja nicht wirklich Zeitbegrenzung. Oh, ich liebe dich so sehr. Danke, dass du da bist. Danke, dass du mich hier begleitest. Ich mache mich auch auf den Weg in mein mexikanisches Emporium. Der Hubert ist heute schon unterwegs. Vielleicht berichte ich euch ein anderes Mal, nächstes Mal dran. Ich glaube, nächste Woche, am Mittwoch, sollte ich wieder zurück sein. Dann habe ich meine nächste Session. Und ja, es ist einfach auch nur ein Zusammenkommen unter den Brüdern. Das sind auch 400 registrierte Leute, die kommen zu einem Zusammenkommen werden. Das ist so ein Campus einer Universitätsgeländes, Sportuniversität, so eine Art Sporthotel, würde man in Europa dazu sagen. Alle leben da auf diesem Compound, und was ich gesehen habe, als sie da dieses Video gemacht haben über den Ort, ist natürlich ganz nett, so im Adobe-Stil konstruiert, aber es hat direkt vor dem Haupteingang, da wird mein Zimmer sein, gibt es ein Schwimmbad, und ich hoffe, dass es ein Jacuzzi auch gibt, natürlich, auf das stehe ich ja total. Aber jede Pause werde ich wahrscheinlich da im Schwimmbad verbringen. Na, untertags soll es doch jetzt fürs Wochenende, dass die Temperaturen waren auch schon so zwischen 20 und 25, aber für mich natürlich wird 25 bis 30 Grad untertags geben, nachts so um die 15 Grad, auch wunderbar. So, ich nehme dich mit. Ich habe nicht einmal ein Gepäck, nicht einmal ein Handgepäck. Ich habe nur so einen kleinen Rucksack. Brauche ich jetzt tagelang, um auszusortieren, was ich wirklich brauche zum Mitnehmen. Dann nehme ich noch 6 Bücher, sind in diesem kleinsten Handgepäck drinnen. Dann kannst du dir vorstellen, was ich sonst noch für mich mitnehme. Aber das habe ich euch eh schon erzählt, wie toll ich das finde und wie ich das genieße, mit ganz wenig Gepäck zu reisen. Werde ich auch so machen, wenn ich zu euch nach Deutschland komme, Ende November, Anfang Dezember, zuerst nach Birnbach im Advent-Event, und dann die Woche darauf bei Christiane in Travemünde machen wir auch einen Tag, zumindest den Samstag, schon mit Freitagabend bis Sonntag morgens auch, aber der Hauptteil ist ausgerichtet, die Einladung ist für Samstag gegeben, und ja, nehmt Kontakt auf mit Christiane, wenn es euch interessiert. Ich habe auch eine
Auf meiner Webseite ist bereits hingestellt. Ich kann euch den Link gerne auch hier reingeben. Jetzt gehen wir mal rein und verbinden uns nochmals im Geist mit einem Song. Machen wir nochmal kurz die Mikrofone auf, um uns auszudrücken, wie gern wir uns haben. Danke. So, lieb. Dankeschön. Danke Danke, dir. Liebe. Danke. Danke. So Dankeschön. wunderbar. Danke. Danke, danke. Danke. Vielen Dank. Schön, Danke, danke. 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 Wunderbar. Okay, hier habe ich einen wunderbaren Unerreicht, unerreicht. Amigo. Beatles-Konzerto heißt es, aber es ist von Göran Solscher. Mal sehen, ob ihr das kennt.